ist einfach. Ja, ich behaupte hier mal ganz frech, dass Heilung und Potenzialentfaltung ganz einfach ist. Ein wunderbares herzliches Willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video möchte ich dir etwas bieten an Verständnis fürs Leben, für dich selber und auch an etwas Praktisches, das du mitnehmen kannst. Es geht mir also hier nicht rein einfach um eine, ich nenne das jetzt Philosophie, mit so Sätzen wie, du musst dich halt selbst gerne haben oder alles ist schon in dir und ja, solche Sätze einfach nur zu geben, ohne das klar zu definieren. Obwohl das irgendwo in der Tiefe stimmt, kann es eben genau in einem Moment drin nicht stimmen. Ja, ich bin auch davon überzeugt und habe schon einige Therapeutenkilometer hinter mir. Ich bin davon überzeugt, dass wir in unserem Innern so eine Weisheit haben, die um unseres größtes Wohl Bescheid weiß, kann man so sagen. Also eine Weisheit in dir drin, die weiß, wie Harmonisierung entsteht, wie du wieder in deine Kraft kommen kannst. Man kann das die Seele nennen, man kann es einfach Weisheit nennen, egal wie du es nennen willst. Etwas, das genau darum weiß. Jetzt, dieser natürliche Fluss wurde bei vielen Menschen unterbrochen. Und genau um das geht es. Im Sinn, es geht eigentlich immer um Energiefluss. Also immer ist da, wenn etwas nicht mehr fließt, entstehen Blockaden, entstehen letztendlich Krankheiten, sogar Unfälle sind Ursache von diesem Unterbrechung von Energiefluss. Etwas, das zurückgehalten wird. Spannenderweise, wenn wir es nur energetisch anschauen, sind die Menschen, die einfach alles rausschießen, rausplassen, prassen, auf andere auch aggressiv, sind innerlich mit weniger Spannungen belegt, als die, die eben die sich fürs Gegenteil entschieden haben. Ich möchte damit nicht sagen, schreit jetzt auf jeden los. Meine ich überhaupt nicht. Ich möchte nur damit sagen, dass wenn ihr ein energetisches Verständnis habt, aber ihr könnt es auch neurowissenschaftlich, ich werde euch dann nochmal eine andere Erklärung dazu bringen, anschauen, ist es so, dass das, was zurückbehalten wird in uns, uns blockiert. Natürlich geht es jetzt natürlich darum, auch zu lernen, wie kommuniziere ich es. Aber viele Menschen haben gelernt, haben Erfahrungen gehabt, gerade auch Autoritätspersonen in der Kindheit, vielleicht später auch, und gesehen haben, wie die das machen, gemerkt, nein, das will ich nicht, ich möchte Harmonie im Leben, und haben dann gelernt, okay, dann gehe ich auf die Bedürfnisse des anderen ein oder ich bin halt da nett da draußen. Und wenn ich nett bin, wenn ich ein nett Mensch bin, dann kriege ich auch meine Aufmerksamkeit und ein nett Mensch, dann harmonisiere, oder dann kann ich viele spirituelle Lehren verteilen und dann bin ich eben ein guter Mensch. Dann sind wir aber immer noch im Spiel von Gut und Falsch. Und ich glaube nicht an dieses Spiel von Gut und Falsch. Ich glaube, dieses Spiel bedeutet Krieg, dieses Spiel Gut und Falsch. Das sehen wir auf der größeren Ebene, dass wir als Menschen noch in diesem Krieg drin sind und eben auch die Chance, dort auszusteigen. Dieser Krieg fängt in den meisten Menschen bei sich selber an. Bei den einen ist es das zu fest zurückhalten, bei den anderen ist es das immer rauspreschen. Falls du jemand bist, der es immer zu fest zurückhält, da ist so eine Idee auch, und die ist eigentlich komisch. Eine Idee, wenn ich es in mir zurückhalte, weil es da draußen nicht sichtbar ist, ist es dann geheilt. Genau das ist ein Riesenirrtum. Es stockt sich bis in den Körper rein, Krankheiten entstehen, zuerst natürlich Blockaden, dann Krankheiten bis zu Unfällen, weil Energie will fließen. Alles, was zurückbehalten wird, blockiert. Ja, wie bringen wir jetzt Fluss rein? Natürlich mit Bewegung oftmals. Aber ich komme am Schluss vom Video noch dazu mit einfachen Übungen, die wirklich unglaublich wirkungsvoll sind, weil ich bin auch ein Fan, es muss in meinen Augen simpel sein. Es kann nicht sein, dass die Natur etwas gemacht hat, dass es ganz kompliziert ist, für den Energiefluss wieder zu haben. Nein, wir haben oft ganz komplizierte Ideen. Und eigentlich ist es ganz, ganz, ganz einfach. Nur meistens hören wir diese Signale nicht mehr. Dein Körper weiß es noch, respektive über deinen Körper kannst du gerade erfahren, erfühlen, wie es um dir wirklich geschieht, wie es wirklich in dir ist. Eigentlich ist es ganz einfach. Entweder fühlst du dich gerade begeistert,
freudig oder zumindest in der Kraft oder du bist im Stress und du bist nicht in der Kraft und dann bedeutet es nichts anderes. Und man kann es heute wirklich neurowissenschaftlich sehen, dass das im Stammhirn passiert, dann ist es ein Angstzustand, respektive im Stammhirn gespeichert ist, dann ist es ein Angstzustand. Angst, da gibt es drei Mechanismen: Angriff, Verteidigung oder Starre. Das ist ein Überlebensmechanismus, der auch jeder Mensch hat. Heute sind es dann noch 80% des Tages, wo Menschen eher in diesem Zustand sind. Die meisten sind sich das schon so viele Jahre gewohnt, dass sie entweder nur Orte aufsuchen, wo sie sich mal entspannen können, oder immer drüber gehen und denken, das ist sowieso normal. Wie geht es dir? Ja, mir geht's gut. Klar, wie immer. Ja, ja, klar. Also, das ist so die meiste Aussage. Aber, wisst ihr, so wie das Kind, das noch leuchtet, das noch neugierig ist, das Kind, das noch richtig Lust auf Leben hat, das Kind, das noch richtig enthusiastisch ins Leben, durchs Leben geht, das ist dein, unser natürlicher Zustand. Diese Begeisterung, natürlich, wenn dann Wut kommt, dann kommt Wut, aber ganz cash und die bleibt gar nicht so lange. Auf das komme ich nachher noch. Aber genau, also diesen Fluss wieder fließen zu lassen und eben, dann ist Lebensfreude bzw. Neugierde da. Neugierde zum Beispiel auch in die Begegnung zu gehen oder endlich da zu sein. Wie oft siehst du Menschen, die wirklich da sind oder erfährst du wirkliche Präsenz? Das ist in der Regel gar nicht so möglich, wenn unser Körper respektive unser Unterbewusstsein, wie man es in der Hypnosetherapie sagen würde, ich gehe da gerade jetzt noch darauf ein, drückt sich eben über deinen Körper aus. Was bedeutet dieses Unterbewusstsein? Das bedeutet, dass in dir, du bist hochintelligent, du bist ein hochkomplexes Wesen, egal was du darüber denkst, aber du hast von Anbeginn der Zeit in diesem Leben, wenn wir jetzt mal die vorderen Leben nicht nehmen, hast du alles gespeichert, was in dir, also was passiert ist. Und dein inneres System, nennen wir es mal jetzt so, reagiert, macht immer wieder ein Update mit dem, wo du jetzt begegnest, ob es potenziell eine Gefahr für dich sein könnte. Weil dein Hirn, dein Hirn ist noch auf Überleben. Und das macht ja auch Sinn, programmiert. Besonders. Anders gesagt, es ist wichtiger, zuerst mal die Überlebensfunktionen zu sichern, als die Funktionen der Freude und des, der Verwirklichung. Ist ja klar, oder? Und Menschen merken nicht, sie meinen im Verstand, ist das ja wie klar und denken, ja klar, ich verwirkliche mich ja immer. Mhm. Oder die einen sagen, ich habe nur Angst, okay. Aber es geht um die wirkliche Wahrnehmung im Moment und dort kannst du wirklich das nehmen, immer im Jetzt zeigt es sich, wo du gerade stehst, jetzt. Nicht vorgestern, nicht übermorgen und dein Körper zeigt es dir. Dein Körper zeigt es dir mit Spannung oder Entspannung oder Vibration, also so das elektrisch coole Gefühl von ich bin durchströmt mit Energy, dann ist Begeisterung da. Ansonsten, wenn Spannung da ist im Körper, dann bedeutet das, dass irgendetwas Angst hat. Das ist ganz wichtig zu wissen. Ich habe das lange bei mir ignoriert und auch niemand hat es mir gesagt. Und ich bringe euch ganz ein persönliches Beispiel gerade von dieser Reaktion. Das passiert wirklich im Unterbewusstsein. Du kannst nichts dafür für Angstreaktionen. Das hat auch nichts mit Intelligenz oder zu wenig Intelligenz zu tun. Das hat mit Erfahrung und Abspeicherung zu tun. Das heißt, alle Verhaltensweisen, die du vielleicht im Moment auch nicht begrüßt oder du überreagierst oder zu wenig reagierst vielleicht auch, die haben mal Sinn gemacht. Irgend in einem Moment von deinem Leben war das die beste Antwort aufs Leben und dann hat sich dein Unterbewusstsein oder wenn du anders möchtest, dein Hirn sich das gemerkt. Und das ist so intelligent, das hat sich so deutlich abgespeichert, so dass das jetzt in dir immer noch drin ist als Warnsignal.
Und dort macht es einfach Sinn, sich letztendlich auch besser kennenzulernen. Aber eben dieses Warnsignal, wenn du das schon wahrnimmst, dann hilft dir das schon ganz, ganz viel. Und alles Weitere macht natürlich in einem gewissen Schritt auch Sinn, sich begleiten zu lassen. Aber ja, zu einem Beispiel. Bei mir vor einigen Tagen, wir sind ja noch in dieser Corona-Zeit und Maßnahmenzeit, da hat es angefangen mit diesem Plexiglas in den Supermärkten. Und ich war an der Kasse, war am Einkaufen, will bezahlen, nein, bezahle auch und komme aus dem Laden raus und spüre in mir eine Trauer. Zuerst wirklich so wie angeschossen, wie man so schön sagt, oder? Trauer, und dann kam plötzlich auch noch Wut drauf. Und ja, ich habe das einfach mal zuerst einen kleinen Widerstand gehabt und nachher ist mir natürlich an den Sinn gekommen, okay, lass einfach deine Gefühle fließen. Und das ist auch die einfache Methode, weil dein Gefühl will eigentlich dein Inneres regulieren. Deshalb ist dein Gefühl zuerst mal richtig. Sogar wenn es zu stark ist, weil mein Hirn hat natürlich gesagt, hey, wie, ja, jetzt sind wir wirklich am Arsch und hat da gewisse Ideen, ich weiß gar nicht mehr, was alles doch durch meinen Kopf ging, aber der macht natürlich dann sofort viele Geschichten raus. Und andererseits wusste ich natürlich auch, dass das jetzt für diese Kassiererin Sinn macht, dass sie diesen Schutz hat. Aber in mir hat es alle Erinnerungen von Isolation oder viele Erinnerungen geweckt, wo ich isoliert, wo ich keinen Zugang zu Menschen hatte. Und genau dort ist bei mir und bei vielen Menschen eine Verletzung geschehen. Und gerade dieses Gefühl habe ich erlebt, als ich im Brutkasten war. Und dort habe ich erlebt, dass ich ihm natürlich, das hat mir auch letztendlich das Überleben gesichert, und gleichzeitig ist es so, dass ich dort immer nur für eine kurze Zeit in Kontakt war und dann ist meine Mutter, mein Vater wieder gegangen. Das heißt, fürs Kind, fürs Baby weißt du nicht, dass dann wieder jemand kommt. Das heißt, meine größte Angst ist, verlassen zu werden. Und so hatte ich dann entwickelt, auch in meiner Kindheit, große Ängste vor Menschen überhaupt. Überhaupt, weil jeder Mensch hat mir eigentlich Angst gemacht. Und natürlich, dass ich jetzt dieses Video mache, dass ich vor Leuten rede, dass ich ganz viel präsentiere, zeigt, dass man aus dem rauskommt. Das ist die gute Nachricht. Aber es braucht an einem gewissen Punkt Bewusstsein. Nicht unbedingt immer über die Geschichte. Ich möchte es einfach anhand von meinem Beispiel erklären. Und ja, zum Beispiel auch hier flackert immer auch wieder, immer wenn ich ein Video mache, auch wieder mal die Angst, dass, oh, was kann der, was denken wohl die Leute, können sie mir, ja, komme ich da kompetent rüber, gefalle ich den Leuten, ja, das kommt dann so hoch. Und rein durch das, dass ich es zum Beispiel jetzt ausspreche und es total okay ist, gibt es zwar schon irgendwo kommt wieder Fluss. Und das Spannende ist, ein Moment ist Scham oder Schuld die Regulation. Also dein Ego sagt dir dann zuerst wirklich so wie, hey, nein, das kannst du jetzt nicht sagen, das ist doch peinlich. Du kannst jetzt nicht so als Therapeut so etwas sagen. Und dann kommt so ein Scham- oder Schuldgefühl. Das gilt es ein bisschen auszuhalten. Und dann lebt es sich viel freier, weil es ist einfach kommuniziert und frei. Und solche Sachen sind dann wichtig. Aber in diesem Gefühl der Isolation habe ich reagiert, weil mein Hirn hat sich erinnert, wenn man das will, so sagen will, sagen wir es mal einfach übers Hirn, das hat sich erinnert an das und hat Angst, eigentlich Angst gesendet. Und ich habe dann mit Trauer und Wut reagiert. Wieso? Weil in dem Moment, wo ich als Baby das erlebt habe, ich natürlich ohnmächtig gegenüber der Situation war. Auch später galt es so, aus der Generation, da haben noch die Ärzte unseren Eltern gesagt, du, ja, lass das Kind einfach weinen in der Nacht, wenn es schreit,
Also wenn es so nicht einschlaft und so, dann lass es einfach weinen. Irgendwann hört es dann auf, dann beruhigt es sich. Ja, es beruhigt sich schon. Aber das gibt dann Generationen von beziehungsgestörten Menschen. Also wenn ich so krass ausdrücken muss, wenn jemand etwas versteht über Entwicklung und Bindungsstörung letztendlich, dann werdet ihr wissen, dass das so ist. Das heißt, wir gehören ja auch zu Säugetierfamilie und ein Kind, ein Kleinkind bis 3 Jahre braucht natürlich Essen, Trinken, logischerweise, das sind Sachen. Und eben zur Sicherheit braucht es Geborgenheit und Geborgenheit über Berührung. Jetzt, Heilung ist einfach, wie ich schon gesagt habe. Das heißt nicht, dass man nachher nie mehr Heilung haben kann. Das heißt aber, dass dieses Verständnis da sein darf, sollte, dass wieso deine inneren Teile reagieren, respektive, dass du merken kannst, dass du da etwas machen kannst. Dein Körper zeigt es dir. Natürlich, wenn du noch keine Erfahrungen oder nicht so den Weg nach innen bis jetzt gegangen bist und gemerkt hast, hey, was reagiert eigentlich in mir? Wieso bin ich immer verrückt, wenn eine bestimmte Person kommt? Wieso habe ich jetzt schon wieder so einen schwierigen Chef, einen schlimmen Partner, eine schlimme Partnerin? Wieso das und das? Das sind ja immer die da draußen. Also, wenn du natürlich noch nicht gemerkt hast, dass es ein Spiegel ist, auch von deinem Innenleben, dann ist jetzt vielleicht gerade Zeit, das anfangen zu merken. Das heißt aber nicht eben nur nichts zu sagen, sondern natürlich lernen, das zu kommunizieren, dich zu befreien, aber zu merken, dass das alles so wie ein Ping-Pong-Spiegel ist. Das spiegeln wir uns die ganze Zeit. Und das ist eben auch noch Krieg in den Beziehungsebenen, weil wir da unbewusst wieder ein Lehrer, eine Lehrerin, eine Mutter vor uns sehen. Und auch wenn dein Verstand vielleicht sagt, nein, nein, sicher nicht, das ist nicht so, spüre in deinen Körper rein. Und du wirst es wissen, ob du dich gerade bedroht fühlst. Und viele Menschen fühlen sich ganz oft bedroht. Gerade in der Schweiz, wenn man jemanden anspricht, auch oft ist es so die erste Reaktion, ich sage nicht immer, aber ganz oft auch so, hey, was willst du? Ist das so wie schon ein Grundmisstrauen, ein Mensch spricht mich an und ist ja so, was will jetzt der von mir? Hey, das ist nicht natürlich, das ist etwas Abgespeichertes, weil das gelernt wurde, dass da irgendwie immer ein Mensch etwas von einem will. Eigentlich kann kein schöneres Geschenk sein, wenn ein Mensch Interesse hat, neugierig ist auf dich und du neugierig bist auf das Leben. Wenn aber viele an einem erzogen wurde und an einem viel Unwahrheiten versprochen wurde und der natürliche Fluss unterbrochen wurde, zum Beispiel auch mal Wut und Trauer auszudrücken, dann passiert eben diese Unterbrechung der Heilenergie, der Harmonisierungsenergie. Und das ist das, was den meisten Erwachsenen passiert. Weil in dem Moment, wo dieser Unterbruch stattgefunden hat, gab es keine andere Ressource, sprich andere Möglichkeit, aufs Leben zu reagieren. Ich meine, du kannst nicht mit 4 Jahren einen Koffer packen und mal eine andere Familie austesten gehen. Und ich meine damit nicht, dass es geht hier nicht um Schuldgeschichten. Das sind Geschichten, die wir schon seit Generationen leben. Es geht hier mehr darum zu sagen, ja, okay, ich spüre Angst oder ich bin wütend oder ich bin traurig und ich darf das gerade sein. Weil das ist ehrlich. Ehrlich ist es, was einfach kommt, ist wahr. Und ich weiß nicht, aber wir hier in der modernen Gesellschaft tun immer so, haben gelernt, immer wieder so zu tun, als ist alles gut. Und es ist nicht so. Es ist nicht immer so. Es ist alles gut, aber das, was kommt, kommt halt. Und für dein Inneres ist eben nicht immer alles gut. Alles, was sich zeigt, ist aber gut und richtig. Das heißt, wenn sich Wut, Trauer oder Angst zeigt, dann ist die mal richtig. Auch wenn sie nicht situationsangepasst ist.
auch wenn sie noch eine Interpretation deiner Vergangenheit ist oder eine Idee von der Zukunft, von der noch schlimmeren Zukunft darstellt. Sie ist trotzdem das, was dein Inneres gerade erlebt. Und dort kannst du etwas machen. Du kannst nämlich in deinen Körper reingehen und einfach mal diese Spannung wahrnehmen. Als erster Schritt, wenn du noch nicht Erfahrung drin hast, und dann mach das. Und sogar wenn du einige Erfahrung drin hast, mach das. Weil energetisch gesehen passiert das, dass Energie möchte in den Körper rein. Wir sind hier, wir möchten hier inkarnieren im Leben. Und überall, wo wir erlebt haben, dass wir eben nicht ganz richtig sind oder dass es Anstrengungen braucht, um jemand zu sein, dass wir nicht ganz richtig sind, das sind alles Ideen, die man dann als Glaubenssätze kennt, dass man nicht ganz reicht, dass man nicht ganz genügt. Und all das, das hat Energie weggenommen vom Körper. Und immer wenn da Energie rein will in den Körper, passiert unterbewusst eben dieser Angst-Schutz-Mechanismus, weil damals war ja keine Ressource dort, an diesem Ort. Und wenn du dir erlaubst, in den Körper reinzugehen und einfach zu spüren, wo Spannung und Druck ist, dann kann der Körper dort schon mal entspannen. So wie dein Inneres weiß, der hört mir jetzt zu. Ja, genau. Und du kannst ab heute wissen, dass das ein innerer Schutzmechanismus ist. Der ist nicht falsch, der ist nur ganz oft ein bisschen übertrieben eingestellt. Und du kannst den langsam sukzessiv entspannen, indem du einfach dem zuhörst und ihn eigentlich wie ein Kind schützt, Zuneigung gibst oder Achtsamkeit gibst. Und dann entspannt sich dieser Teil. Und dann musst du dich nicht mehr den ganzen Tag so unter Druck setzen. Es ist das, das Hamsterrad ist das, dass wir uns selber schon so oft unter Druck setzen. Und das muss nicht sein. Für unsere Genesung, für das Gesundsein, fürs Heilwerden sollte das nicht sein. Dieser Druck ist aber deine innere Intelligenz, auch diese Weisheit in dir, die dir eigentlich zeigen möchte, hey, ich klopfe da mal an, etwas ist nicht ganz in Ordnung in dir. Etwas stimmt gerade nicht. Ich möchte dich warnen. Und dann ist es gut, dem zuzuhören. Aber nicht irgendwie mit einem Gedanken und eine hirnrissige Reaktion zu machen. Das ist das, was normalerweise passiert bei den meisten Menschen. Oder sie nehmen dann eine Information und jetzt ist aktuell, sind gerade ganz viele Informationen da, wo wir diese Angstzentren nähren können oder diese Angstzentren uns bedienen können. Und das führt eben nicht zur Heilung, sondern Heilung führt der Weg nach innen in diese verletzlichsten Teile und dann kann Entspannung geschehen und dann entsteht ganz natürlich Veränderung und Frieden. Dann hören wir auf mit Krieg. Das ist mein großer Wunsch für uns als Menschen. Ich habe es auch gesehen, dass wir alle erwachen werden. Davon bin ich überzeugt. Erwachen meine ich mit dem in unserem natürlichsten Fluss sein, in unserem natürlichsten Neugierde sein, einfach in der Lebensfreude. Die Frage ist, wann? Jeder hat einen freien Entscheid. Das ist ein cooles Geschenk, aber genauso auch unser Übel. Es ist Erwachen Zeit. Es ist Zeit, dich nach innen zu richten und auch eben die andere Sache ist, das mitzuteilen, was du schon lange in dir zurückbehältst. Wenn du zu deinem, wenn du in den Arbeitsplatz gehst, auf den Arbeitsplatz, zum Arbeitsplatz gehst und dort ist die Kerstin dort und die Kerstin, die nervt dich schon seit Jahren, ja, dann muss das mal auf den Tisch, dann muss das mal raus. Sonst trägst du diesen Bullshit die ganze Zeit mit dir. Die meisten Menschen haben so einen Rucksack. Dieser Rucksack ist nicht, nicht natürlich. Das ist kein natürliches, gegebenes Ballast, den du tragen musst. Nein, das ist alter Ballast, den man loslassen kann. Und ich wünsche dir, dass du schon mal über diese Inspiration da ein bisschen mehr verstehst, auch über dich verstehst und mal einfach spürst, wie viel Spannung du im Tag so mitträgst. Und dann, es gibt viele Möglichkeiten heutzutage,
sich da begleiten zu lassen. Das kann wichtig sein. Auf jeden Fall freue ich mich auf den Tag, wo es Therapie nicht mehr brauchen wird, wo es eine Gesellschaft ist, die nicht mehr so viel Therapie braucht, nicht mehr so viel, weil jeder Mensch selber ein freier Mensch ist und jeder Mensch selber merkt, wie er diesem freisten inneren Fluss einfach folgen kann, weil es ist dein Innerstes. Ja, ich freue mich auf deine Rückmeldung auf dieses Video, auf das, was vielleicht auch verständlich für dich ist, auch das zu teilen mit vielen Menschen, fände ich auch sehr cool. Und ja, ich wünsche dir ganz viel natürlichen Fluss, ganz viel Enthusiasmus und ganz viel Lebensfreude. Bis bald.